Das ist ein Turopolie-Schwein, das ist eigentlich ursprünglich aus Kroatien. Und das ist eine alte Rasse, es gibt auch alte italienische Rassen, alte englische Rassen. Und die kroatische Rasse haben wir einfach gewählt, weil wir eine alte Schweinerasse wollen, die wieder robust ist. Die eben eigentlich kann, wo wieder Borsten hat und Fett macht am Rücken. Das Fett tut ein bisschen isolieren und Borsten ist natürlich... Früher hat man von diesem Tier immer alles gebraucht, aus der Borste hat man Zahnbürste gemacht. Und wieso haben wir so eine alte Rasse? Weil die heutigen, die rosaroten Säule, das sind so hochgezüchtete Turbotiere. Die sind in 6 Monaten normalerweise 100 Kilo und im Schlachthof, aber die können in so einem Umfeld gar nicht mehr leben. Die brauchen einen Klimastall, brauchen Kraftfutter, Energie und so weiter. Und wenn es heiß wird, dann liegen die natürlich in der Sonne und machen einen Herzinfarkt. Und die sind geschützt, also die sind eben auch aus dieser Gegend, das ist die Save-Gegend in Kroatien, wo es auch ab und zu den Wasserstand ein bisschen aufgeht. Und die dürfen jetzt sogar ein bisschen schwimmen in dem hohen Wasser und graben eigentlich nach allem, oder?